ist eigentlich Medienpädagogik? Und das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Fragen, die ich im Rahmen dieser Videoreihe hier beantworte. Denn die Medienpädagogik ist, ja, es wäre vielleicht vergleichbar, wenn ich jemanden fragen würde, erkläre die Welt. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und für uns Medienpädagogen ist eben die Medienpädagogik eine riesige Welt. Und das erkennt man vielleicht auch daran, dass ich heute mit einem etwas dickeren Stapel an Büchern hier mich in den Schaukelstuhl setze. Ich versuche es aber dennoch. Also Medienpädagogik hat Wolfgang Neubauer und Gerd Tulizecki haben 1979 Medienpädagogik so definiert. Sie haben gesagt, Medienpädagogik ist ein Oberbegriff für alle Fragen der pädagogischen Bedeutung von Medien. Und das, finde ich, trifft es schon richtig gut. Und zeigt auch, wie umfänglich das Thema ist, die Medienpädagogik. Und das zeigen natürlich auch die anderen Bände hier, die ich mitgebracht habe, Bücher, das ist zum Beispiel ein Buch von Dieter Barke, einem derjenigen, der die Medienpädagogik sehr stark prägte und vor allem ganz wesentlich den Begriff der Medienkompetenz. Dann haben wir hier, da geht es um Medienbildung und Medienkompetenz, das sind so die zentralen Zielkategorien der Medienpädagogik. Und darin findet sich zum Beispiel eine weitere Definition von Medienpädagogik, so knapp 30, 32 Jahre später, schreibt dort ebenfalls Gerhard Tulizecki, Medienpädagogik umfasst alle pädagogisch relevanten und potenziell handlungsanleitenden Sätze mit Medienbezug und deren Reflexion unter Einbezug empirischer Forschungsergebnisse, normativer Vorstellungen bzw. medienkundlicher und medientheoretischer, lern- und lehrtheoretischer sowie sozialisations-, erziehungs- und bildungstheoretischer Grundlagen. Und da sieht man sehr deutlich, dass in diesen 32 Jahren sehr viel passiert ist, was zur Ausdifferenzierung des Feldes der Medienpädagogik beigetragen hat. Und das alles jetzt wiederzugeben, schaffe ich natürlich in diesem kleinen Video nicht, denn zur Medienpädagogik mache ich in Ludwigsburg eine Einführungsvorlesung, die sich allein über 14, 15 Wochen innerhalb des Semesters erstreckt. Das heißt also, es wäre eigentlich vermessen, wenn ich versuchen würde, all das in dieses kurze Video zu bekommen. Was mir aber wichtig ist, zu zeigen, wie komplex das Feld der Medienpädagogik ist und wie umfänglich das Feld der Medienpädagogik ist. Und das, glaube ich, wurde allein im Vergleich dieser beiden Definitionen klar. Und es wird insofern noch mal ein bisschen deutlicher, wenn man sich anschaut, aus welchen Bereichen die Einführungsliteratur stammt, die typischerweise in der Medienpädagogik verwendet wird. Und dabei fällt auf, dass es eben nicht nur eine Disziplin gibt, die auf die Medienpädagogik schaut oder anders gesagt, aus der sich die Medienpädagogik konstituiert hat, sondern das sind unterschiedliche Disziplinen. Und so gibt es beispielsweise die Disziplin der Erziehungswissenschaft, die einen ganz wesentlichen Teil der Medienpädagogik ausmacht, aber natürlich auch die Medienwissenschaft, die sich anders als die Erziehungswissenschaft weniger mit Bildung und Sozialisation, mehr mit dem Medium selbst beschäftigt und mit der Bedeutung des Mediums für Menschen, für die Persönlichkeit und aber auch für die Gesellschaft. Und dann gibt es aber noch weitere Strömungen, beispielsweise die aus einer medienpsychologischen Richtung oder aus einer mediensoziologischen Richtung kommen, aber auch aus der Literaturwissenschaft gibt es entsprechend Anknüpfungen in die Medienpädagogik. Und da sieht man allein diese disziplinären unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Perspektiven auf die Medienpädagogik machen das Feld so umfangreich und das macht es eben auch so schwierig zu sagen, Medienpädagogik ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber vielleicht sind die
Einführungsvideos, die ich ebenfalls in den YouTube-Channel gestellt habe, zumindest für diejenigen interessant, die nicht nur eine kurze Antwort auf Medienpädagogik wissen haben wollen, sondern eine etwas umfänglichere. Da habe ich einige Veranstaltungen, die ich an der PH Ludwigsburg gehalten habe, auf Video aufgezeichnet und diese einfach in YouTube gestellt. Die kann man sich natürlich dann entsprechend anschauen, wenn dieses kleine kurze Video neugierig gemacht hat. Und das hoffe ich. In diesem Sinne.